Und damit herzlich willkommen zurück zu Grill den Hensler. Wir grillen zwar nicht den Hensler, sondern hier die Aliens. Oh, jetzt ist mir die Stimme weggegangen bei diesem blöden Spruch. Ist das ja auch kein Wunder. So, hier das Pümpchen, das können wir uns wiederholen. Und dann können wir hier mal ein bisschen erweitern. Wie sieht das hier unten aus? Da haben wir auf jeden Fall noch Plätzchen. Gucken mal, dass wir nicht ganz so weit ins feindes Land reinkommen. Wir könnten hier auch zwischendurch mal so eine Abbiegespur machen. Kommen wir da komplett rum? Ach, hör auf. Das ist ja nett. So, wo haben wir... Achso, wir haben einen Bauroboter verloren. Das kommt leider immer wieder mal vor. Mach doch mal den Baum da weg. Und den da auch. Danke. So. Jetzt können wir hier die Mauer weiter runterziehen. Den Nordwall, den großen. Hoppa, was mache ich denn da? So. Dann versuchen wir so schnell wie möglich und so effizient wie möglich nach unten zu erweitern. Setzen wir den mal dahin, genau. Und dann hätte ich gerne 4 Lasoren. Und ich müsste mir mal unten die Leiste ein bisschen konfigurieren. Mittlere Maustaste. Da soll das bitte bleiben, da soll das bitte bleiben. Die Greifarme nehme ich mal raus. Flammenwerfer dahin. Und Röhrchen dahin. Rohre können wir uns direkt noch ein paar mitnehmen. Die reichen nämlich nicht. Ja, so. Dann können wir nämlich hier feuchtfröhlich weiterbauen. Zack. Angeschlossen. 1, 2, 3. Ne, 3 reichen. So, dann ein Flammenwerfer. Ja, das ist ein bisschen komfortabler, was wir jetzt hier gerade machen. Finde ich sehr gut. Strommast, der kommt dann hier hin. 1, 2, 3, 4. Dann sparen wir uns hier einen Flammenwerfer. Ja, ich sollte einfach Q drücken. Flamme? Sind unsere Laser schon wieder leer? Nein. Warum sind die nicht da, wo sie hingehören? Q. Zack. Q. Ich lerne das Spiel gerade. Zumindest so ein paar Sachen. Zack. So, Q. Dann den Flammenwerfer wieder. Zack. Das können wir noch abbauen. Und wir tasten uns halt hier jetzt langsam ran. Ach, da haben wir noch ein bisschen Platz. Q. 1, 2, 3, 4. Q. Flammenwerfer. Ja, gefällt mir. Q, dann schmeißen wir den noch weg und machen da noch Mauern hin. Mit der mittleren Maustaste habe ich schon ganz oft gesagt bekommen, dass das geht. Und jetzt setzen wir es endlich mal um. So, Lasertürme. Wir verbraten jetzt einfach mal alles, was wir hier haben. Um uns hier vor Aliens schützen zu können. Zack. 1, 2, 3, 4. Flammenwerfer. Und Rohre.
Wir haben jetzt hier natürlich keine Reparaturunterstützung, die werden wir uns noch mittels Robo-Hangaren hier irgendwie mit reinbauen. Müssen wir nur aufpassen, dass wir da dann mit unserem Flugverkehr nicht direkt über die gegnerische Base fliegen. Die eine. So, nächster Flammenwerfer. Damit könnten wir uns einmal komplett durch die ganze Map schneiden. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal bis hier hin und lassen die Laser hier mal ein bisschen arbeiten. Die Flammenwerfer schießen nicht in die Richtung. Die schießen nur an alles an, was aus der Richtung kommt. Wir können hier trotzdem schon mal 1, 2, 3, Moment. 1, 2, 3 und Schuss. Das Ganze in die Richtung auch nochmal verteidigen. Ja, mach doch meine Mauern kaputt. Was soll denn das? Finde ich jetzt uncool. Könnte da unten die Basis mal ein bisschen anfackeln. Ja, danke. Ja. Ich glaube, dann baue ich mir da mal ganz kurz eine Defense auf. Laser, Laser, Laser. Und die Würmer, da scheint es nicht zu stören. Die sind gerade noch so aus dem Radius draußen. Sehr schön. Dann schnappen wir uns mal ein Rohr. Packen das mal hier rüber. Dann gucken wir mal, wie wir den platzieren. So kann es gehen. So treffen wir die da hinten auf jeden Fall noch. So auch. Ja, Wollinger. Das war's dann für euch. Da hinten die müsste er. Ja, schön. Können wir die großen Würmer da mal ein bisschen grillen? Das macht es uns dann ein bisschen einfacher. Wenn die ganz schön was wegstecken. 750 Gesundheit. So, mit ein bisschen Glück fängt der Wald jetzt noch an zu brennen. Da steigt dem Gegner schon die Zornesröte ins Gesicht. Ha. Ich glaube, wir werden mehr Lasertürme brauchen. Aber das da ist eigentlich schon mal ganz cool jetzt. Da ist nichts mehr feindlich. Ja, und das funktioniert ganz gut. Die sind relativ voll. Ich könnte da die Pumpe eigentlich nochmal dran machen. Es macht eigentlich Sinn, die nochmal da dran zu bauen. Dann kann er da nämlich nochmal nachmunitionieren. So. 1, 2, 3, 4. Strommast kommt dahin. Flammenwerfer. 1, 2, 3. Flammenwerfer. 1, 2, 3, 4. Und wieder ein Flammenwerfer. Und dann haben wir hier nur noch 3.
wissen mal, wo wir hier hinbauen müssen. Und da ungefähr. Und das war's mit unseren Lasern. Das heißt, du fährst jetzt mal bitte zum Bauzug Main. Und dann müsste der hier nochmal eine Haltestelle kriegen. Das wäre eigentlich ganz sinnvoll. So. Reicht das, was ich hier gemacht habe? Nö. So. Es wäre der vierte oder der fünfte Waggon. Gleich mal gucken. So. Du erstmal darum. So, wir gucken mal ganz kurz die Züge. Manueller Modus, das ist er nicht. Das ist der alte Zug von der... Hier kann ich nicht weit genug reinzoomen. Das ist der alte Zug von unserer Forschung. So, unser Bauzug in der 1, 2, 3, 4. Das ist unser Leichtöltank. Hier wird aufmunitioniert. Lasertürme müssten drin sein. So, das heißt, wir können den Bahnhof so setzen, dass 1, 2, 3, 4. So. Machen wir das Pümpchen. Pumpe. Ach, die steht da noch. So, die kann dann an diese Stelle. Machen wir gerade noch zwei Röhrchen dran und ein bisschen Strom. Und dann können wir unseren Bauzug hier wieder hinbeordern. Not Disk. Das geht sehr bequem hier drüber. Der kann mal weg, der kann mal weg. Und dann machen wir Not Disk. Das ist der da. Schaltungsbedingungen, einfach nur um irgendwas zu haben. Und dann soll der bitte wieder zurückkommen. Und wenn dann... Genau, Lok, zwei Güterwaggons und da ist unser Leichtöl drin. So fährt der Zug ganz alleine in die Base, holt neue Lasertürme, während wir hier lustig weiterbauen können. Wir können den einen Laserturm schon mal da hinsetzen. 1, 2, 3, 4. Da haben wir dann die gleiche Lücke wie auf der Seite. Mal, wie hübsch ich das gemacht habe. So. Ja, da die Base macht uns keine Sorgen mehr. Hier die Würmer mal gerade mal wegsensen. Oh, und gucken, dass wir uns nicht selber mit dem Flammenwerfer erschießen. So, und da steht unser Bauzug. Der hat frisches Leichtöl dabei und Lasertürme. Gerade kurz gezweifelt,
So, da kommen dann nochmal 4 hin. 1, 2, 3, 4. Da kommt dann der nächste Flammenwerfer hin und dann wieder 1, 2, 3 und dann wieder der nächste Flammenwerfer und so weiter und so fort. Wir tasten uns hier vor mit dem Flammenwerfer und Laserbild, was wir hier machen. Und das sieht sehr, sehr gut aus bis jetzt. So, da ist dann der nächste Flammenwerfer und dann müssten wir da unten erstmal gucken, dass wir das dann vernünftig anbinden. Und ich bin wieder sehr stark reingezoomt. So, und unten das Eisenfeld, das haben wir bald erreicht. Hier machen wir jetzt mal ein bisschen Ordnung. So, da können wir wieder eine Mauer platzieren. Zack. Und nochmal ein Laser hin. 1, 2. Und ein Flammenwerfer. Hallo, regt euch mal ab. Da kommt der Strommast hin und hier ist dann wieder die Lücke dafür. Jetzt habe ich die falsche Taste hier. So. Mal zwischendurch mal eine kleine Reparatur machen. Kleine Schönheitsreparaturen. Und dann sind wir bald auch hier in der Gegend, wo wir dann mit Flammenwerfer quasi den letzten Rest dann noch wegputzen können. 1, 2, 3. Base kriegt er da noch nicht. Schade. 1, 2, 3, 4. Hier haben wir wieder eine Stelle genau ohne Laserturm. 1, 2, 3, 4. Und da wäre dann der nächste Flammenwerfer. Uiuiuiui. Da haben wir jetzt auch wieder was geweckt. So. Hier würde ich dann ganz gerne den dann einmal als Support hinstellen. Dann wären wir wahrscheinlich auch den Wald los. Warum gibt es hier keinen Sprit? Ich glaube, wir brauchen zwischendrin mal eine Pumpe. Nee. Ach, ich bin ja auch ein Held. Der Held vom Erdbeerfeld. So rum. Jetzt haben wir nämlich unser Fass gerade wieder leer gezogen. So, gucke an. Boah, ist hier eine Action. So, jetzt dürfte eigentlich der ganze Wald da abfackeln. Wir können uns von hier wieder ein bisschen runterhangeln.
Was soll das? Ich möchte das nicht. So, hier ein bisschen Entlaubungsarbeiten machen. Eins, zwei, drei, vier. Ich weiß halt nicht, inwiefern das jetzt spannend ist, was ich hier mache, aber ich habe hier gerade ein bisschen Spaß dran. Oh, Pyromane, zerstöre 10.000 Bäume mit Feuer. Sehr schön. Das Tolle ist, der Waldbrand breitet sich jetzt hier aus und macht da im Prinzip in der gegnerischen Basis auch schon mal ein bisschen Schaden. Ja, sehr schön. Dann haben wir auch weniger Bäume hier abzuholzen. Bitte einmal durchziehen. Und da ist unser... da ist unser Vorkommen, was wir haben wollen. Das heißt, da können wir uns dann eine kleine Base errichten. Und die 2 Millionen da mal abfrühstücken. Könnt schon mal die Schiene ein bisschen hier runterziehen. Laufen einfach mal ganz runter. Mal dann. Zack, bis dahin. Den ist auch weg. Ein bisschen Stein können wir auch überhaupt nicht gebrauchen gerade. So. Wie das hier einfach nur der Wall des Todes ist. Dann können wir das Ganze noch ein bisschen einrahmen. Also das Herzfeld. So, das war's an Mauern. Die muss ich mir dann gleich nochmal im Bau zu holen gehen. Und was ganz wichtig wäre, wäre die Möglichkeit, das Ganze ja ein bisschen zu reparieren, dass sie das nicht in ihrer dauerhaften Zerwürfungstaktik irgendwann niederreißen hier. Das ist schon ein gewaltiger Materialaufwand für das bisschen Eisen, was wir uns da jetzt holen wollen. 2, 3, 4. Hier war wieder Lücke, glaube ich. Ja, ganz genau. 1. Und das war's auch schon wieder mit unseren Lasern. Ich hoffe, die Nachproduktion läuft einigermaßen. Ich schicke jetzt unseren Bauzug nochmal nach Hause. Du fährst bitte da mal hin. Dann kann er gleich wiederkommen. So. Na, wir hätten uns noch Mauern da rausholen können. Das wäre schlau gewesen. Ja, hier dieses Erzfeld, das ist natürlich auch jetzt nicht so der Mega-Burner. Da müssten wir das eigentlich auch noch mitnehmen. Dass wir auf ein Gesamterzvolumen kämen von 3,2 Millionen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hier hatten. Da haben wir jetzt noch 1500. Das ist auch... Hier wird noch ein bisschen Kohle gefördert. Die ist dann auch schon weg. Das Eisen ist leer. Wie viel haben wir denn hier jetzt noch auf Lager liegen? 6.400. Die zwei arbeiten noch und dann war's das.
hier ist halt noch ein bisschen. Oh. Das wird noch spaßig. So, ich könnte dann mit dem Panzer mal ein bisschen Action machen, solange, bis wir den Bauzug widerrufen. Und warum habe ich den denn so weit oben geparkt? Ne, das ist halt auch jetzt ganz nett, dass wir hier. Ganz gut da angegriffen werden und schön die Aliens vernichten. Ich bin später mal auf die Statistiken gespannt, wie viele Gegner. Warte mal. Bleib mal stehen. K. In den letzten 10 Minuten haben wir 1800 plus 1700 sind 3500 Bäume zerstört. Und das an Gegnern. In den letzten 10 Stunden. Okay, da haben wir auch ein paar Verluste gehabt. Alles. 25.000 Splitter. Beißernester, Speiernester. Kleine Beißer haben wir nicht so viele zerstört, einfach weil die relativ schnell dann auch in der Evolution steigen. Wir haben 710 Bauroboter verloren. Das ist bitter. Wenn die jetzt noch alle hätten. So, hier ist lustige Action. So risikoreich das Ganze jetzt hier. Ja, genau da auch nochmal alles pullen. Wenn ich außen lang gefahren wäre, es schlauer gewesen, glaube ich. Naja, wird schon. Okay, Reparatur dauert ein bisschen bei unserem Panzer. So, das ist das. Hier können wir mal ein bisschen Hand anlegen. Das hat gerade ein bisschen was auf die Mütze bekommen. Genauso in dieser Turm hier und da vorne der Laser auch. So, sehr schön. Das wird dann auch noch geflickt und wir stürzen uns noch einmal ins Gemetzel. Quasi als krönenden Abschluss für diese Folge hier. So. Da können wir zwischendurch mal ein bisschen MG ballern. Ah, die Drecksbäume. Ich hätte gerne in diesen Wurm da gekillt. Jawohl, das war mein Ziel. So, wir reparieren nochmal unseren Panzer. Na, das mache ich gleich auf Screen.
Das ist nämlich schwer langweilig. Die können wir mal gerade so reparieren, das geht. Dann rufe ich jetzt unseren Bauzug hierher. Der dürfte jetzt wieder beladen sein. Norddisk müsste eigentlich unser... Ich guck mal gerade auf der Map. Aber das müsste Norddisk sein, ja. Und damit würde ich sagen, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao.